So, guten Morgen, Entschuldigung, ich habe gerade gesehen, ich habe gestern kein Video hochgeladen mehr. Ich habe vergessen, auf Veröffentlichen zu drücken. Dafür habe ich es jetzt gerade eben gemacht. Zum Glück ist der Waschlappen ganz oben schon. Wieso, was ist denn da drin? Zahnbürste? Zahnstange? Meine Tochter übernachtet heute woanders, ey. Das geht ja früh los, Mensch. Eigentlich ist Anouk immer beschäftigt mit irgendwas, wa? Ja. Heute nach der Schule, oh, ist das schön, ey, morgen kann ich ausschlafen, also mehr oder weniger, ich muss sie nicht in die Schule bringen. Und heute nach der Schule gehst du gleich zu einer Freundin. Geht, wie gesagt, früh los. Solange es eine Freundin ist, ist alles in Ordnung. Denn morgen ist es sowieso Samstag. Ja, morgen ist Samstag, leider. Schick, so, jetzt fahren wir erstmal zur Schule. Noch einmal lernen. Ich habe jetzt eine halbe Stunde Zeit und esse die Reste, die meine Kinder übrig gelassen haben. Am Frühstück. Denn das reicht immer aus. Das ist eine vollwertige Mahlzeit. Okay. Jo. Dann nehmen wir einen Laden und schauen mal. Heute soll nicht so schönes Wetter sein. Ich lasse mich überraschen. Gibt's denn irgendwas Besonderes zu berichten? Ich glaube nicht, du. Die Frau muss wieder einkaufen gehen. Ja, alles, komplett. Katze macht einen langen Hals, aber kriegt nicht ab, weil ist nicht da. Das ist ein Ding, ey. Wenn ich im Keller bin, kriegt das ja nicht mit, aber hier oben wird immer alle geschlachtet. Die Bude sieht aus, das sieht schlimm aus, ey. Man am Verzweifeln, du räumst alles auf und im nächsten Moment alles wieder zerstört. Ich habe meiner Frau einen Blumenstrauß mitgebracht, eine Überraschung heute. Ich zeig euch. Das ist der Blumenstrauß. Mit Blumen kann sie nicht viel anfangen. Da haben wir ja gerade den Geburtstag gehabt und hat sie eine Menge gehabt. Aber die findet sie richtig geil, die Dinger. Aseli. Seit 1921 aus Berlin. Weiße Mäuse. Aber bitte nur die Weißen. Sagt sie mal. Ja, die ist zu so, ja, ne? Das ist richtig gut. Ich hoffe, da freut sie sich ein bisschen. Das ist so meine Aufmerksamkeit, die ich ihr entgegenbringen kann, ab und zu mal. Aber ist auch wirklich selten. Dann bringe ich ihr was mit, ein bisschen oder so. Wir sehen uns ja auch kaum. Wie gesagt, gestern habe ich vergessen, ich bin eingeschlafen wieder beim Schneiden, so immer so zusammengesackt. Gestern habe ich bis 0 Uhr habe ich neu geschnitten. Und danach gerendert, also 1 Uhr, war so fertig. Dann halt war die Leitung wieder lahm und hat ewig gedauert mit dem Hochladen und dann habe ich halt fest noch Knopf zu drücken, veröffentlichen. Aber ich denke mal, das ist nicht schlimm, dann habt ihr das halt eben erst am nächsten Morgen gesehen. Aha. Ja. Tut mir leid für alle, die gewartet haben, auf alle Fälle. Dementsprechend sieht meine Frau nicht jetzt ja auch nicht. Jetzt ist sie nicht da, dass sie die Kinder wegbringen. Weil die wird bestimmt gleich kommen. Dann trinken wir kurz einen Kaffee zusammen und fort. Ja, dann sehen wir uns erst wieder nachts. Und nachts schläft sie schon. Und, naja. Das ist sehr arbeitsam. YouTube macht richtig Arbeit. Nochmal. Der Laden mit seinen Öffnungszeiten ist ja schon Arbeit genug. 12 Stunden am Tag, Minimum. Gestern waren es halt 13, noch eine Stunde länger da. Manche Tage ist es halt 15 Stunden, ne? 16 manchmal so, ja.
Und das ist halt das Problem, weil ich es alleine mache. Dadurch kann ich nicht einfach sagen, okay, mache ich später, sondern ich muss es gleich machen und ich muss es gleich abarbeiten, weil am nächsten Tag eventuell kommen die nächsten Aufträge und dann komme ich nicht mehr hinterher. Irgendwann ist ja dieser Punkt erreicht, wo man es nicht mehr umdrehen kann, ne? Wo dann einfach alles einem gegen den Kopf schlägt, sozusagen, die Arbeit einen erschlägt. Deswegen muss ich es immer abarbeiten, immer abends, was ich kann, abarbeiten oder vorbereiten. Das habe ich halt gemacht. Und dann dauert es immer nur mal eine Stunde länger. Und dann kommt zwischendurch halt noch einer, der macht mal kurz, mal schnell mal hier. Das ist halt auch schwierig. Aber wird gemacht. Das Business muss laufen. Ich hoffe, wie gesagt, euch gefällt es so ein bisschen und das ist so ein bisschen so ein Einblick, was in so einem, ist nicht ein ganz normaler Fahrradladen, aber das ist eben mein normaler Alltag, was da so passiert und da könnt ihr mir ein bisschen über die Schulter gucken, wie man repariert. Ich brauche unbedingt ein HDMI-Kabel, 30 Meter. Mit Verstärker natürlich. Ja, mal gucken. Ich muss das einfach bestellen oder was, aber. So nicht. Für heute ist angedacht, dass wir zusammen was zu essen machen. Also ich wahrscheinlich nicht, ich werde arbeiten, aber ich bezahle das halt. Den Einkauf und das alles. Und Dennis und eventuell seine Frau Daniela, die werden dann eventuell, das ist so angedacht, ne? Eventuell gibt es dann halt ein Frühstück nachher oder einen Mittag oder Mittag wird es werden, weil, naja. Mal alleine zu frühstücken. Ist ja auch ganz schön, aber ich bin eigentlich jemand, der gerne in Gesellschaft ist. Weil man da sich trifft, austauschen kann. Jeder kann seine Sorgen mal auf den Tisch tun, sozusagen. Man kann darüber reden. Ich umgebe mich gerne mit vielen Menschen, aber eben nur mit Menschen, die man mag, ne? Na, dann sehen wir uns gleich im Laden. Es regnet draußen. Schade. Tja, aber was soll man machen? Ich mache erstmal auf und dann vielleicht einen Zettel an. Mal ist es ein bisschen verzweifelt wegen Lumen, weil die sich, ja, die hat gerade eine schlimme Phase. Dann gehe ich vielleicht nochmal hoch und dann trinken wir zusammen wenigstens einen Kaffee und quatschen nochmal kurz und ja, wir werden sehen. Bei schlechtem Wetter immer sauber machen, ne? Ich habe einen Zug gewechselt hier bei einer, was auch immer. Turbo Grip. Bei einem Turbo Grip Schalter, keine Ahnung, was das ist. Für den Hersteller wahrscheinlich irgendwas billiges. Wenn es mir nicht sagt. Ein Schlachtrad. Jetzt die andere Seite. Was ich sehr gut finde an den Griffen ist, dass die zweimal geklemmt werden auf dem Lenker. Einmal hier auf der Seite und einmal aber auch auf der Seite. Auf beiden Seiten geklemmt. Das ist natürlich besser als sonst immer. Die Griffe werden immer nur auf einer Seite geklemmt. Aber ich glaube, hier dadurch ist mehr Stabilität drin, weil die anderen, bei den anderen hängt diese Schelle, ist die Schelle verbunden mit dem Griff ja wirklich nur an diesem einen, an dieser einen Schraube. Okay. Da hier oben mit Plättchen. Okay. Verstehe das System. Ganz simpel.
Tommys Werkstatt ist immer besetzt. Tommys Werkstatt ist immer vernetzt. Tommys Werkstatt. Dubai. Komm auch du zu Tommys Werkstatt. So, na, ist doch gut. So, da haben wir die beiden Schalter. Die werden jetzt auf Reserve gelegt, auf Halle gelegt. Checkup. Check das aus. Ja, so unterschiedlich ist die Wahrnehmung manchmal. Einige kriegen ja auch nicht mit, dass der Bremsbelag komplett im Grunde genommen schon in der Felge verschwindet. Und andere kommen an, völlig ängstlich, weil der Luftdruck ein bisschen nachgelassen hat. Und denken, der ganze Rad ist kaputt. Egal wie, das wird jetzt gecheckt. Sprich, Luftdruck ist das Erste. Luft auf der Reifen, Schrauben festziehen, Licht wieder anschließen, da ist ein Kabel locker hier. Hoffentlich funktioniert es denn. Werden wir sehen, Schutzblech gerade. Hier ist auch noch ein kabellose. Ach, hinten gibt es kein Licht. Wie 17 hinten kein Licht? Soll das so? Oder? Ach, da war mal ein Gepäckträger dran und hinten gibt es kein Licht. Ah, dann brauchen wir vorne die Halogenlampe nicht, sondern müssen wir eine LED anbauen. Ah, deswegen meinte sie, ja, das funktioniert nicht. Ja, das wird ja immer durchbrennen. Ja, also muss die weg und eine ist ja eh locker. Und muss eine LED ran. Da wenn nur eine brennt, ja, dann machen wir das. Kette ein bisschen schmieren. Na, ich fange mal an. Ich fange mal an, ganz banal. Fange ich an mit Luft. Die Lampe ist Asche. Ja. Gutes Material verbaue ich gerne hier. Den Scheinwerfer erachte ich im Moment noch als gut. Hat sich noch nicht negativ bemerkbar gemacht. Klein, leicht, hell, zugelassen. Und bisher noch keine Funktionsstörung. Das ist ja kein Wunder, so kann ich den Steuersatz näher einstellen. Ne? Wenn das Gabelrohr bis hier oben geht und sogar hier oben übersteht, kann ich keinen Steuersatz einstellen. Also muss hier ein Spacer rein und dann kann ich den Steuersatz auch erst vernünftig einstellen. Wenn die jetzt die ganze Zeit so gefahren sind, das ist nicht gut für die Kugellager. Werde ich sehen nach dem Einstellen, wie das ist, wie das funktioniert. Ciao, ciao.
Völlig schnöde Öde. Heute ist nichts los hier. Mal ist was, dann ist wieder ja nichts. Morgen wird es wieder stressig. Das weiß ich jetzt schon. Hier haben wir eine desaströs zerlegte Bremse. Schaut euch das mal an. Ich dachte, die Bremse funktioniert nicht mehr richtig. So fahren die Leute durch die Stadt. Das ist unglaublich, oder? Eieiei, ein Zug ist auch durch. Jetzt suche ich eine Bremse raus. Ich habe die neue Bremse dran. Neuer Bremszug und eine Austauschbremse. Und jetzt funktioniert es einmal frei. Jetzt zeigt das Hinterrad schon ausgebaut. Hinterrad bekommt einen neuen Reifen und einen neuen Schlauch. Ganz simpel. Ja, heute ist sehr, sehr ruhig bis jetzt. Und ich kann mir schön viel Zeit lassen. Das tut mir gerade ganz gut. Schwupp. Ja, natürlich, man muss auch Geld verdienen, aber wenn man mal so einen Tag hat, wo man so ein bisschen durchhängt, dann ist es doch mal ganz angenehm, wenn man dann nicht so hintereinander wegpowern muss. Und noch ein Gummi für die Gummikiste. Ja, ein Umbau. Ey, seit langer Zeit mal wieder ein Umbau. Nishiki. Nishiki Olympic 12. Tada. Ja, das baue ich jetzt um, weil Rennlenker ist nicht mehr gewünscht. Ja, dann machen wir das anders. Gerader Lenker. Gott sei Dank nicht zu kurz. Ich fange an. Als erstes löse ich hier die Züge. Das mache ich mal schnell hier mit dem 5er Inbus. Arbeiten hier. Ja, was hast du hier drin? Jetzt arbeite ich hier. Wer arbeitet da hinten? Keiner mehr. Keiner mehr. Hier zersteckt, da gibt es doch keiner mehr, oder? Oh, ist doch gut, ich meine, bin ich weg. Und Thorsten, wie ist der? Hä? Thorsten, aber ewig nicht mehr gesehen. Na, der war hier gestern. Ach. Gestern Abend, kurz. Ja. Und macht der immer noch Arbeiten irgendwo? Ich hab's gehört. Ja, aber ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht genau. Ja, irgendwo arbeitet der, aber ich weiß nicht. Bei den Händlern das. Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber. Naja. Wo genau, weiß ich auch nicht. Hat er bei mir auch nicht gemeldet. Jetzt muss ich auch gleich mal gucken, hier, was mit Nuki ist. Jetzt der Tretlager. Mann. So, ich beende jetzt mal. Tretlagerzeit läuft.
Kurbelarm haben wir weg schon mal. Jetzt der Kettenschutz ab. Mann, ist das kompliziert, ey. Du musst jetzt hier den Schlüssel kontern, bastelig ein bisschen. Ja. Die Scheibe noch auf. Die Mutter dann drin. Schauen wir mal. Oh Mann, ey, der tut was. Halbe Stunde ist um, halbe Stunde Probiermodus. Es ist alles wieder drauf. Das ist eine andere Kettenradgarnitur drauf wie ein anderes Kurbelarm. Das Ding krieg ich nicht raus. Muss ich mit einem Stemmeisen hier ab und dann rausarbeiten und ach nee, das krieg ich nicht hin. Das jetzt die halbe Stunde kostet ihn 15 Euro, rechne ich jetzt dafür, inklusive den Umbau mit dem Kurbelarm. Der andere ist ja völlig hin. Und damit soll er halt erstmal probieren jetzt auch. Nochmal nach 3 Tagen wiederkommen, am Montag sprich, am Montag soll er wiederkommen zum Nachziehen. Und wenn es hält, hält es, wenn nicht, dann muss es raus. Irgendwann muss es sowieso raus, naja dann, okay, aber jetzt erstmal. Jetzt erstmal so. Den Rostfleck weg. Jo, dann haben wir das. Da sollte man vielleicht mal einen Aufruf starten an alle, die noch mit diesen Kunststoffschalen fahren aus den alten, also irgendwie von vor. Nur das. Kunststoffschalen, die irgendwie in den 80er Jahren reingebaut wurden, 90er Jahren reingebaut wurden. Ey, schraubt die mal raus. Seid mal so gut, schraubt die einfach raus, macht die Gewinde sauber, fettet die ein. Auch wenn die Lager noch gut sind, könnt ihr sie einfetten wieder, die Gewinde, und wieder zusammenschrauben. Aber probiert es einfach, macht's mal. Wenn es funktioniert, habt ihr Glück. Ja, weil irgendwann sind die Rahmen dann durch. Also das sollte man jetzt mal zeitnah machen. Ab und zu mal so ein Lager rausnehmen, so ein. Das rostet doch und ach, das ist halt scheiße. Backt halt zusammen, das kriegst du nicht mehr ab. Und der Kunststoff wird sprühen und du hast nichts mehr zum Anpacken. Weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, ehrlich gesagt, aber 2-3 Sachen werden schon da sein. Okay, und was ist mit einem schönen Vorderrad? 28er und der Hohlkammerfelge, Silber, alt. Dura Ace habe ich noch weit. Hohlkammerfelge? Ja, keine Hochflanschfelge. Keine Hochflanschfelge. Ja, ich meine Hochflansch. Ja, nee, wird nicht. Okay, schade. Ja, leider. Kannst du ja alle trotzdem unten mal reingucken, der Laden ist ja eh da drüben. Jo, guck mal. Nein. Wie, nein? Nein, geh um nicht rein. Nee. Ihr seid schon in 50 Läden gewesen, wa? Ja. Ja, kenn ich. Ich würde mal sagen, fertig. Fertig, fertig, fertig. Geil, oder? Ich meine, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich finde, das geht immer noch, das kann man immer noch so machen. Die Kappen fehlen hier noch an der Seite, die hole ich jetzt. Und dann ist das Ding fertig, kommt das weg. Oder ich bring's schon mal nach vorne. Jo.
das war's für heute an diesem trüben Tage. Mit viel Regen und allem. Dennis ist nicht vorbeigekommen und hat mich ein bisschen enttäuscht. Mensch, wir waren noch zum Essen verabredet quasi. Schade. Ja. Dann halt nicht, ne? Das ist ein bisschen doof. Weil da freue ich mich ja immer drauf, wenn so ein paar Leute da sind, wenn man so ein bisschen isst. Aber der Carsten kam vorbei und hat mich getröstet mit einem Stück Kuchen. Also das ist ja auch schon total nett. Ja, man, die denken immer an einen so. Das ist markig, das ist das Schöne. Ne? Gut, liebe Leute, ich sag mal fein, brav, auf Wiedersehen und gute Nacht. Schlaft schön. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.